Ciao und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute machen wir wieder Summon. Und heute, 4000. Versuch. Heute machen wir mal wieder Summons. Weil Summons sind immer eine tolle Sache und bis zum 3-Jahres-Anniversary habe ich eben noch ein bisschen Zeit. Und gerade kam das Banner online, von dem ich dachte, dass ich es auslassen werde. Aber tatsächlich nein. Wir summon heute im Angel Kaioken Goku Banner. Oder auch, lass mich kurz nachsehen, Showdown with the Otherworld's Mightest Warrior Banner. Dingens, Gedöns. Dort summon wir heute drin. Und zwar das Ding hier. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich zurückgekehrt, obwohl es eigentlich nicht so gedacht war, nehme ich an. Aber mit der JP-Geschichte haben wir das jetzt auch wieder bekommen. Ganz einfacher Grund, es ist ein Three-Step-Multi, Three-Step-Summon. Der erste 15 Stones für 5 Char, der zweite 30 Stones für 10 Chars und der dritte 30 Stones, ja, auch. Und bei den ersten beiden sind sogar SSRs garantiert, heißt, sicher bin ich mir heute noch nicht, ob ich alle Multis machen möchte. Also, ob ich jetzt 15, 30, 30 mache oder ob ich halt nur 15, 30 mache. Da bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher. Aber an sich ist das ein ziemlich stabiles Banner. Jetzt nicht unbedingt wegen den Feature Chars, die sind zwar auch nicht schlecht. Wir haben einmal den Kaioken Goku hier wieder, Paikuan, Cell. Ah, oh, Cell. Tech Freezer und auch King Cold, aber das ist nicht wirklich das Interessante für mich. Vielleicht ein Goku-Dupe, aber sonst ist da nichts groß bei. Die Sache ist, in diesem Banner sind auch LR-Chars in der Non-Featured-Liste. Darunter natürlich einmal, hier haben wir, im Moment, wir haben auch Kefla drin, wir haben auch den Tapion drin. Wir haben hier LR Bojack, LR Trunks, LR Broly. Also wäre für mich eine ganz nette Sache, einen davon zu ziehen, auch wenn die Chance ziemlich gering ist, sage ich jetzt mal. Auch wenn sie ziemlich krank gering ist. Aber hey, ich dachte mir, warum denn nicht, eine kleine Chance besteht auch immer. Und vom 3-Jahres-Anniversary wäre das quasi das letzte Banner, wo ich mir so denken würde, okay, ich hätte gerne LR, soll ich mal versuchen. Lass mich kurz gucken, ob auch der LR Goku drinne ist. Mighty Mask. Sieht mir gerade nicht so aus, tatsächlich. Okay. Interessant, das wäre jetzt der, den ich gehuntet hätte. Doch, doch, er ist drin. Okay, cool. Der Goku ist auch drin. Also wird das heute meine LR Goku-Hunt quasi ein bisschen verspätet und auch in ein bisschen abgespeckterer Form. Aber hey, ist doch auch eine schicke Sache. Ich würde sagen, wir gehen endlich mal in den ersten Multi, weil ich laber wie sonst was. Oh mein Gott, wieso laber ich so viel? So, 5 Charaktere an der Stelle. Nichts. Instant Saiyan. Wie gesagt, ein SSR garantiert Multi, obwohl es nur 5 Chars sind, ist es auch. Also müssen wir jetzt nicht überrascht sein, wenn wir am Ende den Cell wahrscheinlich ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird der Cell sein, weil ich ziehe. Ich habe diesen Cell schon ziemlich oft gezogen, müsst ihr wissen. So, wir starten rein mit Tora. Es ist kein Doppel-Rate-Banner, wieso sollte ich das auch erwarten? Das tue ich irgendwie immer, wenn LRs gefeatured sind. Dann der physische Cell, der zu absolut nichts zu gebrauchen ist, wirklich. Ja. Man kann ihn nicht mal zum SA-Farm benutzen, wenn ich mich nicht irre, weil er einfach nur Perfect Cell heißt und nicht Super Perfect. Vegeta. Super Vegeta, obwohl er in der Phase hier eindeutig noch Extreme Char war. Interessant. Also Super Char, meine ich damit. Captain Ginyu höchstpersönlich. Und unser Abschluss-Feature-Char ist, oh, ein Paikuhan-Dupe. Ihr müsst wissen, ich habe schon alles aus diesem Banner, außer halt den Freezer. Und den Code, den habe ich, glaube ich, verkauft. Aber hey, Paikuhan wollte ich hier auf SR10 bringen. Jetzt habe ich nochmal einen Grund mehr, ihn auf SR10 zu bringen, weil ich dann rechts unten lang dupen kann. Ich habe zwar seine Medaillen, aber ihn tatsächlich noch nicht Dokkan awaked. Was an sich also recht gut ist, dass ich ihn noch nicht awaked habe, weil jetzt muss ich ihn nicht reversen. Der Paikuhan ist auch gar nicht. Oh, und Stürm, wir kriegen Helderkeist. Das ist auch eine ziemlich schöne Sache. Also solltet ihr den ersten auf jeden Fall machen. Ich mache am Ende noch ein Solltet ihr Summon draus übrigens. Also ich werde dazu jetzt kein einzelnes Video bringen. Okay, der Paikuhan ist ja schon mal grundsolide, also ganz nett. Sorry. Attack plus 60%, die will mir. Der ist okay. Der ist ziemlich okay. Dann gehen wir mal an den 30er Summon, der auch noch ein SSR garantiert ist. Mein Gott, ich muss mir auf jeden Fall nochmal Stones bestellen bei Yonko. Link natürlich in der Beschreibung. Und das ist jetzt ein normaler Multi quasi. 4 Schiffe. Es besteht die winzige Chance, wirklich. Diese winzige Chance, heute einen LR zu ziehen. Und ich hoffe es natürlich sehr. So, 4 Schiffe, Rainbow und Super Saiyajin. Die Sache, die mich stört, ist, dass der letzte SSR-Char garantiert gefeatured ist. Was mir ein bisschen die Chance kaputt macht, einen LR zu ziehen, weil die halt die Non-Featured-Liste besetzen. Starten rein mit SR King Code. Damit habe ich den auch mal wieder. Schön. Ich glaube, ich hatte einfach noch einen. Sabon. Rare, wenn ich mich nicht irre. Rare, natürlich. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Oh! Noch ein Paikuhan-Dupe und es ist nicht mal der letzte.
damit kann ich leben. Jetzt habe ich rechts unten und links oben. Mehr brauche ich jetzt aber wirklich nicht, aber ist doch eine nette Geschichte. Damit könnte ich ein schönes Showcase draus machen. Wenn ich die SA hier gefarmt kriege, muss ich mich also langsam mal ransetzen. Fidel höchstpersönlich SR-Char. Ja, ihr seht schon, ich mache da immer gerne so ein Spiel, als ob es Rare SR ist oder sowas. Aber ist ja, glaube ich, schon gewohnt bei mir. Freezer, dritte Form. Hast du die dritte? Nee, du warst die zweite Form. Ja, erste Form haben wir ihn kennengelernt. Zweite ist das hier. Dritte ist dieser riesige Dildo-Kopf. Und vierte ist Final. Danach gibt es halt noch mehr, aber naja, damalig. Nochmal Fidel. Okay, nett. Nett, nur leider ziemlich unbrauchbar. Oh, nice, nice, nice. Ein Kaioken Goku Dude. Den werde ich vielleicht, ich weiß wirklich noch nicht ob, aber vielleicht in naher Zukunft oder in später Zukunft oder allgemein irgendwann mal auf SR10 bringen und dann könnte ich den rechts unten lang dupen. Es kommt mir halt ein bisschen verschwendet vor, ihn dann links oben zu dupen, aber ja, ich weiß halt nicht, ob ich ihn rechts unten dupen will. Er ist keine schlechte Karte und ich habe damals ziemlich damit gekämpft, ihn zu ziehen. Das ist mein zweiter, nett, 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 nett. Nochmal King Cold. Oh, wir haben noch eine Chance auf den letzten Char. Noch ein Goku wäre nicht schlecht. Der Starter Goku. Okay, cool, 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 cool. Und zum Nice! Oh shit, jetzt muss ich ihn ja wirklich auf SR10 bringen, weil jetzt habe ich rechts unten und links oben. Oh fuck, Alter. Er ist halt wirklich alles andere als schlecht, meiner Meinung nach. Auch wenn er auf Global halt. Oh, noch mehr Kai ist, ne? Kann ich nicht auf SR10. Oh, jetzt kann ich ihn wirklich auf SR10 bringen. Auch wenn er auf Global halt einen kleinen Nachteil hat. Mir wurde das auch alles schon erklärt an sich. Und es ging mir damals, müsst ihr wissen, na kurz erklärt, nicht darum, dass er damage-technisch überlegen ist auf JP. Es ging mir darum, dass er auch diese Dodge-Ability bekommen hat oder sowas war das. An sich ja, dass sie versucht haben, ihn so sehr aufzuwerten. An sich trotzdem eine ziemlich, ziemlich starke Maschine. Damit kann ich ihn jetzt zwei Dupes reinballern, weil ich habe meinen natürlich schon. Aber Dokano weg, also muss ich ihn reversen, aber das ist kein Ding. Gut, wisst ihr was? Ich bin gut drauf. Wir machen noch einen. Ah, eigentlich habe ich alles aus dem Venner. Wir machen noch einen Summon. Einfach, wir machen jetzt einen Group-Summon, einen Abschluss-Summon. Das ist sonst viel zu wenig fürs Video, ist mir schon klar. Also macht eure Handys bereit und geht in ein Game eurer Wahl, wo ihr summon könnt. Und wir machen den Group-Summon zusammen. Ich hoffe tatsächlich nur auf eine LR, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. So. Wenn ihr bereit seid, zieht mit mir runter und lasst auf 3 gemeinsam los. 1, 2, 3. Ich hab nicht losgelassen, ich... Okay, vielleicht habt ihr Multi gemacht, vielleicht auch nur ein Single. Ich gebe euch nochmal die Chance, ich klicke auf 3 jetzt weiter. Das ist ein bisschen gefailt tatsächlich. 1, 2, 3. Ihr könnt ja einfach so tun, als hätte ich jetzt erst den Summon gemacht oder... Vielleicht wartet ihr schnell genug und habt losgelassen. Das war ziemlich dumm. Ich meine, ich hab den Knopf eindeutig gedrückt hier, also... Ich weiß nicht, was das gerade war. Erstmal SR Dabura und Rare Bulma. Man sollte euch auch wählen, was ich gezogen habe hier. Alter Erzfeind von mir, müsst ihr wissen. Das gibt es nicht. Ich habe den schlechtesten Summon 2017 gedroppt. Den mit Abstand schlechtesten. Ich habe ja sogar angemerkt, wer der schlechteste von diesen SSR ist und ich kriege ihn 3-mal. Ich weiß nicht, ob ich es verlinke, aber es gab schon mal ein Summon-Video in diesem Banner. Und ich habe 7 von diesen Cells. 7. Gehabt. Ich glaube, ich habe ein paar gebabert. War eine schlechte Idee. Ups. Ha, okay. Nappa, wir machen weiter. Wir tun einfach mal so, als wäre das gerade nicht passiert. Den Cell ignoriere ich mal ganz gekonnt. Sein Schnurrbart ist übrigens sehr komisch auf dem Bild. Oh, noch ein Cell, zweite Form. Die gefiel mir tatsächlich immer sehr gut, auch wenn manche ihn als komisch finden hier, empfinden. Chaozu, ich glaube, das ist sogar der Gute. INT Chaozu konnte, glaube ich, stunnen. Okay, Yamchu, ich glaube, damit war es das auch mit meiner AR-Chance, weil der letzte Char ist garantiert gefeatured. Nette Sache, nette Sache. Du hast der cooler Truppe, glaube ich, oder Turles. Ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Whiz, schönes Awakening und wir beenden, glaube ich, jetzt mit noch einem SSR Tapion. Das ist jetzt eine Scheißsache. Tatsächlich habe ich auch nicht einmal den Freezer gezogen. Ich habe mein 4-millionstes Cell-Dupe, nochmal Elder Kais. Oh, nochmal 2 Stück, das ist schön. Ich habe mein 4-millionstes Cell-Dupe, ich habe meinen dritten Paiko angezogen, mein drittes Dupe zu Paiko, glaube ich. Und 2 Gokus, aber an sich muss ich sagen, die Ausbeute hier, stellen wir mal kurz auf SSR nur. Doch, war schon eigentlich grundsolide. Ich würde das gerne mal auf Charakter stellen. Einfach nur um zu sehen, wie viele Cells ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cells, 3 dieser Gokus und 4 Paikons, glaube ich. Okay, an sich doch gar keine so schlechte Ausbeute heute dafür. Ich meine, ja, es war eine LR-Jagd, aber ich kann trotzdem nicht meckern. Aber zum Fazit, solltet ihr denn überhaupt zahlen bei dem Banner? Ich möchte dem kein einzelnes Video widmen, weil die Antwort meiner Meinung nach recht kurz und knappig und... simpel ist ja, auch wenn das 3-Jahres-Anniversary-Kombo ein Trap-Banner ist. Ihr müsst ja nicht wie ich alle Steps machen, aber mindestens Step 1 solltet ihr tun, wirklich mindestens.
Und vielleicht, falls ihr nicht bekommen habt, was ihr wolltet, könnt ihr euch auch noch an Step 2 dran wagen. Aber die 15 Stones, GSSR, 5 Charaktere. Selbst wenn es jetzt hell ist, aber es ist es wert. Es ist es ziemlich wert, weil das, was ihr da bekommen könnt, wie ihr sehen könnt, ich hatte 2 Gokus, ist nicht schlecht. Und ihr könntet auch Non-Featured LRs zum Beispiel bekommen. Oder den Counter Vegeta, oder die Kefla, oder den Tapion. An sich ein Banner, was es meiner Meinung nach wert ist, zu summonen. Aber ihr solltet nicht wild gehen, sobald ihr bei... Ihr solltet nicht weiter als 50 gehen, meiner Meinung nach. Auch wenn ihr... Also bei Leerhand ist das jetzt eine andere Sache, aber ab hier würde ich nicht mehr weitergehen. Aller weitestens bis hier. Aber ja, mindestens die 15er solltet ihr durchziehen, meiner Meinung nach. Aber gut. Das zum Ende angesprochen, für die, die sich gefragt haben. Gab es vielleicht ein paar. Ich hoffe, ihr seid überzeugt. Meine Summons waren ja auch nicht so schlecht heute, ausnahmsweise mal. Aber das war's mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet natürlich. Oder auch ein Abo, falls ihr neu seid, beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr gesammelt habt, beziehungsweise wenn ihr gesammelt habt, was ihr so gezogen habt. Vielleicht gibt es ja ein paar, die LRs gezogen haben aus diesem Banner. Würde mich interessieren, wirkt für mich so, als wäre... Sie sind da, aber ich glaube, es ist recht schwierig bei dem Banner. Schreibt es mir gerne mal rein unten. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.